So, dann gehen wir mal rein, gucken. Langsam. Langsam gewinnt das Rennen. Diese Lüftungsschächte, ich liebe es, ey. Das ist Batman-Kopie schlechthin. Bestimmt auch noch versteckte Ladezeiten oder so. Oh Mann. Das muss ihr Angriffsziel sein. Moment. So ziemlich die ganze Stadt. Osborns Wahlkampfbüros. Diese Wege führen alle zur selben Adresse. Jede Menge Hightech-Ausrüstung. Vielleicht kann ich das Zeug recyceln und Waffen daraus bauen. Wäre cool. Ich habe die Black Ops Beta gespielt, aber ich werde mir noch ein genaueres Bild am Ende der Woche machen, wenn man die andere Beta spielen kann. Waffen der Battle Royale Modus sieht cool aus. Da freue ich mich sogar schon ein bisschen drauf. Obwohl ich eigentlich nicht so der Fan bin, aber schauen wir mal rein. Lasterbomben. Das ist verrückt. Das ist mehr als verrückt. Sprengstoff von Fisks Baustelle. Fisk arbeitet mit den Dämonen zusammen. Die Dämonen haben Fisk beklaut, um Bürgermeister Osborn zu erledigen. Hey, hast du Lee gefunden? Nein, aber du hattest recht. Lee benutzt das Gelände als Versteck für die Dämonen. Bombenherstellung, Waffenschieberei. Oh mein Gott. Und sie scheinen einen weiteren Angriff zu planen. Diesmal auf Osborns Wahlkampfbüros. Lee muss ein Hühnchen mit Osborn zu rupfen haben. Ich habe eine Adresse gefunden. Ist sicher ihr Sammelpunkt. Ich find's Wenn ich mich beeile, kann ich sie vielleicht aufhalten. Faszinierend, dass wir hier reingucken können. Das war undenkbar vor einigen Jahren. Ich finde das so dermaßen cool. Ist noch nicht detailliert, aber... Whatever. Mach schnell. Hab gerade Stress mit meinem Boss. Martin, Lee und die Dämonen planen einen weiteren Angriff. Dieses Mal auf Osborns Wahlkampfbüros. Sicher? Es gab viele falsche Hinweise letzte Woche. Vertrau mir. Ich schicke dir die Adresse vom Recyclinghof. Da findest du alle Beweise. Okay. Ich lasse die Wahlkampfbüros evakuieren. Aber wenn das falsche Alarm war, hilfst du mir, einen neuen Job zu finden. Dieses alte Handy habe ich echt ausgeschlachtet. Was könnte ich alles mit einem richtigen Budget erreichen? Stattdessen suche ich im Müll. Ey, so sah mein zweites Handy aus. Das ist krass. So, bauen wir Geschwindigkeit auf. Ich gehe direkt zum nächsten Hauptziel. Scheinen, wir können noch so eine Antenne aktivieren. Ja, wir haben die Karte noch nicht ganz aufgedeckt. Marvin, mega, hey. Schön, dass ihr hier seid. Hier können wir noch ein Foto machen. Ich sag's gerne nochmal. Live Let's Plays jeden Mittwoch zu allen möglichen Spielen. Je nachdem, was wir haben, werde ich auch vielleicht eine Stunde da spielen oder vielleicht sogar nur eins. Mal gucken. Kann ich hier einfach mal so ein Foto machen? Ist das nicht das, wo ich nicht weiß, wo es ist? Ist es vielleicht die Straße? Ziel nicht in der Mitte. Ja, hier war es doch. Da. Meisterwerk! Ey, wie geil wäre das, wenn wir auf Daredevil treffen würden hier? Wir sind doch in Hell's Kitchen. Warum ist der nicht da? Gut, dass ich die Linse angelassen habe. Ziel nicht in der Mitte. Ah, ich hatte es fast. Wunderbar. Ich weiß nicht, wofür ich die Wahrzeichenmarken brauche. Mal bestimmt auch für Anzüge, ich habe es vielleicht noch nicht genau gesehen. Man kann sagen, dass ich zurück bin, ja. Ja, freut mich, dass ihr alle hier seid. Ich finde das immer geil. Habt Spaß mit mir. Erst ein bisschen Spider-Man zocken, lässt ein bisschen abspannen. Wenn das mit diesen Live-Let's Plays gut läuft, werde ich auch vielleicht das Ganze zweimal die Woche machen. Weil ich habe daran, ehrlich gesagt, mehr Spaß. Ich kann direkt auf eure Fragen eingehen. Ihr seht die Videos sofort, ich find's cool. Hatte ich das nicht schon fotografiert? Wunderschön. Egal. Alles spielt sich so flüssig. Das ist für mich eines der geilsten Open-World-Spiele überhaupt.
Man findet garantiert, wenn man noch ein bisschen genauer hinschaut und so ein paar Ecken geht, richtig geile Easter Eggs. Ich habe natürlich das schon gesehen mit Onkel Bens Grab zum Beispiel. Kann man einfach mal ein Selfie machen. Ich habe noch nicht herausgefunden, wie es geht. Wenn ihr es wisst, lasst es einfach mal in den Kommentaren. Aber es soll gehen. Also ich finde, wenn man kurze Schwünge macht, einfach ganz schnell hintereinander, vielleicht mal schießt, kann man sehr schnell voran, aber so richtig weiß ich nicht, wie es geht. Yo, Infinity War habe ich gesehen, war mega. Richtig, richtig geil. Solltest du nicht schwingen? Consolidated Shipping. Das sind viele. Ich sollte leise vorgehen. Das hat Stil. Okay, wenn wir jetzt wieder schleichen, wird schwer. Du kannst jetzt die Stolpermine herstellen. Ich kann die Sachen aus dem Recyclinghof verwerten. Cool, aber upgraden kann ich nach wie vor nichts, ne? Ist ja ein Witz. Klasse. Ich liebe es, böse Jungs mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Wie viele Gadgets wir haben. Okay, dann soll ich auf die Kiste zielen. Mhm. Und dann wird er eingesponnen. Praktisch. Und das, meine Freunde, ist die Gerechtigkeit des Karmas. Wenn ich jetzt ganz schnell dahin gehe, kann ich ganz schnell das hier machen. Klöng. Kling, kling, klong. Hey, mit den Bösewichten könnte man Xylophon spielen. Wäre das nicht irre? Wieso siehst du mich? Guck mal, der hat echt den Weitsicht. Guck mal, wenn ich jetzt zum Beispiel, nur ein Beispiel. Ich nehme meine Mine. Mach die da dran. Und sage dem, der soll doch mal bitte dahin kommen. Macht er natürlich nicht. Macht er immer noch nicht. Nani? Es macht echt Spaß. Ah, kacke. Ich war, glaube ich, ein bisschen zu aktiv. Aber ich wurde noch nicht gesehen. Renn doch einfach da rein. Danke. Jetzt kommt er. Aber den kann ich eigentlich ganz leicht ausschalten. Ich habe immer den High Ground. Das ist gar kein Problem. Oh, kann ich sogar von hier. Oh, nice. Kara, hey. Also wenn ich den ausschalte, diesmal bewegen sich die Sniper auch. Ja, wenn ich den ausschalte, ist Sense. Jetzt haut der gerade ab. Gib mir eine Netzbombe, cool. Dahinter ist auch keiner, den krall ich mir so. Was? Hör doch auf. Ey, nur weil ich dieses Ding bewegt habe. Ich will nicht mehr, aber die haben nichts mitgekriegt. Die haben mich nicht gesehen. Hey. Ding, 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 dong, ding. Ich war schon in den ganzen Strategieschleichspielen damals schon richtig schlecht, also. Ich werde mich nie verbessern. Der löst sich schon wieder von der Gruppe, aber die beiden hier unten stehen noch zusammen.
Ja, wird Zeit, dass Spider-Man zurück zu Marvel kommt, aber irgendwie haben die da bestimmt schon was am Start. Aber Sony wird das nicht loslassen, das Ding macht Geld ohne Ende. Komm her, ist mir egal, ob ihr jetzt gesehen werdet oder nicht. Dort in Ewigkeiten. Lasst uns prügeln! Oh, ich hätte den anderen eigentlich auch gesehen. Ah, da sind noch mehr gekommen. Dann machen wir so. So. Knipsen die aus. Finisher. Lee ist nicht hier draußen. Ich sehe besser drinnen noch. Neue Stufe. Schön. Was haben wir in dem Laster? Die Typen machen keine halben Sachen. Wie gut, dass ich eingegriffen habe. Man könnte halt Manhattan damit in die Luft jagen. Das ist alles. Das ist die ganze Story. Ich brauche mehr Superhelden-Schurken, beziehungsweise Superschurken. Hm. Rechnung von einer Autowerkstatt. Pale Horse Rides. Wow. Ein teures Tuning. Ich weiß, ich sag das in jedem Part. Was könnte ich hier finden? Aber man kann das lesen. Das ist faszinierend, finde ich. Das ist absolut faszinierend. Gut, das wäre die Karte. Sie haben überall in der Stadt Basen. Ah, so kriege ich die Basismarken. Ich glaube, wir haben das Spiel noch gar nicht angekratzt, wenn die jetzt erst kommen. Das ist Wahnsinn, wie viel man hier machen kann. Das ist größer, als ich dachte. Die Dämonen haben eine ganze Armee. Hey, der Peitschenmann mit der weißen Krawatte. Als ob eine glühende Peitsche nicht genug wäre. Oh, der kann sogar richtig gut ausweichen. Ich soll Dinge auf ihn werfen. Von mir aus. Nein, der weicht aber den Schlag jedes Mal aus. Nein, ich kann ihn nicht in die Luft locken. Das ist gemein. What? Wow, 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 wow. Ich hab hier nichts mehr. Glück gehabt. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber das auf jeden Fall nicht. Der hätte mich zerfetzt. Oh, jetzt kann ich zeigen, was ich drauf hab. Wir fangen mal locker an. Mal hey MJ, so ich Menge. Glaube, ich habe den Angriff der Dämonen auf Osborns Wahlkampfbüros vereitelt. Sehr schön. Hast du Lee gefunden? Nein. Aber ich habe einen Hinweis auf einen Ort. Pale Horse Rides. Kommt mir bekannt vor. Ich überprüfe es. Melde dich. Oh mein Gott, das ganze Ding gezupft. Und zwar weich von der Hand. Noch so ein Peitschentyp. Ihr habt das verkacke ich. Kommst du aber auch schlecht weg. Diesmal kann ich den aber in die Luft kloppen. Und der klebt da fest. Kein Thema. Könnt ihr den theoretisch auch noch in der Luft beschießen? Hab ich gar nicht dran gedacht, das könnt ihr auch noch machen. Oder mit dem Aufprallnetz fangen. Cool. Verstanden, Silverbird. Wir landen jetzt am Standort. Da ist noch einer. Waffe entsichert. Mal was Neues. Das ist wirklich mal was Neues. Wer zum Teufel ist das denn wieder? Okay. Ich erledige dieses Hey! So geht das aber nicht in der Stadt!
Code SM1. Wow, wow! Bevor wir anfangen, wer seid ihr Typen? Code SM1. Code SM1. Warte auf Befehl. Verstanden, Code SM1. Habe Sichtkontakt. Warte auf Silverbird. Ha! Black Cat. Oder? Guter Auftritt. Solide 8 von 10. Neun von 10. Loslassen. Er gehört zu uns. Yuri, eine Erklärung, bitte? Das ist Silva Sablinova, Chefin von Sable International, einer privaten Schutztruppe. Bezahlt von Bürgermeister Osborn. Oh, der Bürgermeister hat eine Privatarmee? Kommst du mir nochmal in die Quere? Bin ich nicht mehr so nett. Geh. Wir reden später. Fuck, ich dachte echt, das wäre Black Cat gewesen. Ha, reingefallen. Ja, ich schau mir den negativ an, auf jeden Fall an und hey, Nexus. Ich hätte dir eher sagen sollen, aber es ging komm alles nicht so schnell. Normal schon gut, Quere. Wir sind weiter beste also, Freunde. Wir machen manchmal auch wir so, sind nicht dieses... beste Freunde. Das war jetzt eine kalte Dusche. Selbe genießt das Vertrauen des Bürgermeisters und uneingeschränkte Autorität. Wir haben die Adresse überprüft und jede Menge Beweise für einen Bombenanschlag gefunden, aber nichts weist auf Martin Lee hin. Ich arbeite dran. Hey, MJ. Hey, ich habe Unterlagen über Martin Lees andere Geschäfte ausgegraben. Er nutzt überall in der Stadt Gebäude. Die Standorte sind auch auf der Karte, die ich aus der Reederei habe. Ich überprüfe das. Sag Bescheid, was du findest. Ich werde versuchen, darauf schlau zu werden. Alles klar. Ich bin auf dem Weg zu Lees Büro im Feast, um herauszufinden, warum er das alles macht und was er als nächstes plant. Okay. Sag mal, ich könnte mir eine Basismarke schnappen. Sie ist doch nicht in Gefahr, oder? Nein. Lee hat nur ein einziges Ziel. Norman Osborn. Ist das Ding weit entfernt? Am Ende der Stadt. Da kann ich bestimmt eine Schnellreise hinmachen. Hab zwar gesagt, ich mach keine, aber geht jetzt wirklich schneller gerade. Nope, was geht? Das ist ein cooler Ladebildschirm. Das ist super cool. Oder wenn er sich unterhält mit einem Typen, der ein Spider-Man-Kostüm anhat. Auch richtig cool. Okay, wir haben eine Schnellreise hierhin gemacht. Dann ist das Camp ungefähr da. Gucken, was wir machen müssen. Wahrscheinlich prügeln, denke ich. Noch ein verpasster Anruf von Doc. Noch eine Kamera. Ach, das ist Black Cat. Bin ich doof. Sein. Hast mich vertan. Bist du eifersüchtig auf meinen anderen Mann? Das waren Dämonen. Das hoffe ich. Dinger. Aber ich stehe nicht auf böse Jungs. Okay, das wird tricky, das zu finden. Das ist meistens irgendwo zwischen irgendetwas. Oh, ich sehe schon kommen, das finde ich nicht. Oh mein Gott! Haha, die stehen in der T-Pose. Da. Miau. Warum tust du das, Felicia? Du weißt, dass ich dich kriege. Irgendwann. Auf einer Skala von 1 oder von 0 bis 10 würde ich Spider-Man eine 9 geben. Nicht perfekt, aber sehr spaßig. Okay, ich muss Docs nach. So, habe ich jetzt Dämonen hier mittlerweile auf der Karte? Ja, aha, hier. Da war ich sogar schon. Dann mal schnell hier hin. Nicht abhören. Holen wir uns eine Basismarke, holen uns den Negativanzug und dann Hauptmission. Wie der einfach da steht. Smartphone in der Hand.
Ja, cool.